Servus, hallo und willkommen zurück zu Castlevania Lords of Shadow 2, Part 10. Im letzten Part haben wir den Kerkermeister hier besiegt. Hier ist überall Blut. Das Blut scheint uns weiterhin zu verfolgen und wir haben ihm seinen Schlüssel abgenommen. Wir werden jetzt den einfach mal hier einsetzen. So, da liegt noch was. Was ist denn das? Ich denke, da werden wir so einfach nicht rüberkommen. So. Was ist mit dir? Soldatentagebuch. Schrei von Nualan, dem Elenden. Man kann es mir nicht zum Vorwurf machen, dass ich schneller laufen kann oder bessere Verstecke kenne als sie. Jetzt sind sie alle tot. Verdammt! Na, ich bin noch übrig. Und hätte ich die nötigen Mittel, würde ich diesen Ort auf der Stelle verlassen. Aber ich bin in diesem brennenden und vom Blut verseuchten Verlies eingeschlossen, aus dem sich alle Arten von Monstern erheben. Ich bin umgeben von den Schädeln jener, die zu einem besseren Leben aufgebrochen sind. Ich wünschte, es gäbe einen Weg, um diese Hinrichtungsgrube zu überqueren. Vielleicht könnte ich den gewaltigen Käfig mit einem Sprengstoff zum Absturz bringen und als Brücke verwenden, um auf der anderen Seite zu gelangen. Zu schade, dass ich den Beutel mit Kanonenpulver nicht gestohlen habe, als ich die Möglichkeit dazu hatte. Wir brauchen, wie es aussieht, eine neue Fertigkeit. Oder können wir mit den Dolchen irgendwas anrichten? Nee, glaube ich nicht. Schade. Ah, dadurch, dass wir jetzt den Schlüssel aktiviert haben, können wir jetzt überall unser Blut anbieten und können damit jede Tür öffnen. Wenn wir da durchgehen, kommen wir zurück. Und wir müssten eigentlich hier durch. Den optionalen Weg, den müssen wir halt dann eben später nutzen. Wenn wir eine neue Fähigkeit haben. Ich wollte nur ausprobieren, ob man sterben kann, wenn man in die Lava springt. Also, ob man überhaupt in die Lava springen kann. Das ging ja bei dem anderen nicht. Hier geht es jedoch schon. So, ich erwarte hier eigentlich irgendwie noch ein Steinchen. Ein bisschen umsehen. So. Wir können nur nach vorne springen. Es gibt keinen anderen Weg. Was war das denn jetzt? Oh oh. Wir haben da also auch nicht ewig Zeit. Schön zu wissen. Und nach links. Nach links. Wunderbar. Nein, nein, nein. Links. 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 Dankeschön. Das müssen wir wohl auch wieder schnell machen. Sehr coole Idee. Gefällt mir gut. Wo muss man denn da wieder hin? Hier so? Ist das richtig? Dann wieder nach rechts. Oder links? Links würde ich eher. Ja, das sieht mal gut aus. Muss man wahrscheinlich einfach nur schnell machen. Bevor das anfängt, sich wirklich schneller zu bewegen. Oder da nach links, springen nach links. Ja, wunderbar. Also das ist noch nicht so ganz so intuitiv, da muss ich noch ein bisschen dran arbeiten.
Okay, was ist das? In welchen Abständen kommen die da immer raus? Ja, vielen Dank auch. Zum letzten Checkpoint. Also ich habe da jetzt eigentlich kein Muster erkennen können. I must find the Gorgons. They guard the power of chaos. Das sieht man übrigens immer, wenn man das Spiel neu betritt. Finde ich jetzt eigentlich keine schlechte Idee, aber ich finde es auch ein bisschen creepy, wie er in die Kamera guckt. Okay, jetzt weiß ich ja endlich, wie das funktioniert. Das wird jetzt also schneller gehen. So, da jetzt links. Ja, man muss halt nur wissen, wie es funktioniert. Schon wieder vergessen, dass ich mich da nicht fallen lassen kann. Verflucht! Was hat das dann für einen Sinn, dass da rechts so ein Ding ist? Vielleicht, dass ich wieder hochklettern kann, wenn ich von der anderen Seite komme, hä? Ja, wird zumindest Sinn machen. So, jetzt hier. Jetzt versuche ich mir mal anzugucken, woran ich erkenne, wie der da spuckt. Kommt da zuerst Dampf raus? Ja. Verstehe. Aber auch nicht bei jedem. Da zum Beispiel können wir gefahrlos dran vorbeispringen. Ui. Auf geht's, auf geht's, auf geht's. Oh. Was für ein Zwerg denn? Und warum hat Medusa das Ganze? Ich meine, ist sie denn so mächtig oder was? Können wir darüber springen? Probieren wir es einfach mal mit Anlauf. Nee, leider nicht. Wollen wir uns schon neue Fertigkeiten kaufen? Ich weiß nicht, wir könnten ja ein bisschen am Void Sword arbeiten. Ja, warum nicht? So, was haben wir denn hier? Luftstich? Nee, was ist das? Ich hätte ganz gern, dass wenn ich Y gedrückt halte, dass er dann voll abgeht. 5000. Schneesturm. Hm. Luftschnitt. Schmetterschnitt? Ja, genau. Aber nicht in der Luft, sondern Yeris Cutter. Ja, genau so in die Richtung. Das hätte ich ganz gern. Ja, das. Schnitt der Rache. So, da müssen wir noch ein bisschen drauf hinarbeiten. Das vielleicht ein bisschen aufsteigen lassen. Gut. Kostet das noch ein Upgrade? Ja gut, warum nicht? Komm. Kann ja nicht schaden. Jetzt müssen wir es irgendwie schaffen, hier wieder rauszukommen. Oh, hallo Freunde! Und weg. Komm, 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 komm. Wer will zuerst? Wer hat noch nicht? So lädt man Punkte auf. Und was ist das? Was wurde da gerade auf mich geschickt? Ja, und alle Punkte wieder weg. Na toll. Den packen wir uns.
Mir gefällt die Animation. Doch, die ist richtig cool. Hör mal auf, mit Sachen nach mir zu schmeißen, du Irrer. Was ist los mit dir? Ich bin der Prinz der Finsternis. So, den machen wir Matsch. Na, komm schon. Hallo? Hi. So. Komm spielen. Ich hab gesagt, du sollst aufhören, Scheiße nach mir zu werfen, Junge. Was ist das? Alastos Siegel. Den Beherrschungslevel. Okay, shit just got real. Was ist das? Alastos Siegel. Ist es in Kraft, schaltet es zeitweilig alle Fähigkeiten der verfügbaren Waffen frei und erhöht die Beherrschungslevel. Aktivierst du Siegel in der anderen Zeitlinie? Noch nicht ganz verstanden. Was haben wir denn hier? Ach ja, Schlüssel. Ah, okay. Das lese ich uns dann gleich durch. Ich will zuerst wissen, was es mit dem Siegel hier auf hat. Aufgrund eines Bluteids hing der Geist von Alastor in der Welt der Sterblichen fest. Seine Seele war an den Waffen gekettet, die ihn zum Leben Lebenszeiten berühmt gemacht hatten, sodass er gezwungen war, sie bis in alle Ewigkeiten zu schwingen. Es heißt, dass das Siegel den Namen trägt und keinen Meister bringen. Das muss ich noch ausprobieren, wie sich genau das auswirkt, denn wie es aussieht, können wir dann alle Fertigkeiten nutzen. Und jetzt kommen wir mal zum Schlüssel. In den entlegensten Winkeln der Burg gilt das Gesetz des Stärkeren. Das Töten zur Bereicherung bildet eine Konstante im Leben des Clans im Verlies und Revierkämpfe gehören immer mehr zur Tagesordnung. Nur die Wachen verfügen über die Mittel, grobe Metallschlüssel zu schmieden, mit denen sie den Zugang zu ihrem Territorium versperren und ihre Besitztümer vor gierigen Händen schützen wollen. Wir haben keine gierigen Hände, das ist unser Schloss verflucht! Uns gehört alles! Rechtmäßig. So, wir setzen das mal ein. Verstehe ich das richtig, dass dann alle Kombos freigeschaltet werden? Wie komme ich... Ah, gut, da komme ich so immer noch nicht hin. Wir brauchen den Doppelsprung. So, war das mit dir? Soldatentagebuch. Zweifel von Rainer, dem Analphabeten. Ich verstehe nicht, warum es so schwer ist, in der Burg voranzukommen. Uns ist eine Horde hungriger Bestien auf den Fersen, während uns ein dunkler Abgrund den Weg nach vorne versperrt. Und als wäre das nicht genug, besteht ein kleiner Mann darauf, dass wir ihn mit einer Art magischen Mechanismen überqueren. Er befindet sich in einer Art Käfig und obwohl wir ihn deutlich hören können, ist es uns unmöglich, die Bedeutung seiner Worte zu entschlüsseln. Wir hatten keine Wahl, wir mussten Lose ziehen, um zu bestimmen, wer die komischen Maschine schließlich ausprobieren muss. Rolan fiel als erstes, dann wurde Erik zermalmt. Frederik hat es fast geschafft, doch dann wurde er übermütig und rutschte im letzten Moment aus. Warum können wir dem Feind nicht einfach ein Schwert in die Eingeweide rammen? Die Bruderschaft hätte besser ausgebildete Leute als uns schicken sollen. Okay, gut, der ist nicht wirklich motiviert gewesen. Okay, was ist das jetzt für UFO-Action, bitte? Mit dem linken Stick. Ah, okay. Ich möchte es nicht nochmal verwenden. Ah, fuck. Entschuldigung, ich dachte, ich muss erst wieder loslassen. So, genau, jetzt kann ich da drüber. Eine Regenbogenbrücke. Abgefahren.
this humble servant over you, my lord. Medusa, where can I find her? I know where she is, Excellency. If I was free from this prison, I could help you find her. Try any one of your tricks, and it'll be the last thing you'll ever do. You won't regret it, most gracious prince. Oh Gott, das ist kein Zwerg, das ist ein scheiß Chupacabra. Mein Gott, muss ich den wirklich befreien? Es wurde immer angenommen, die Chupacabra seien eine Art blutsaugendes Monster, bis spätere Forschungen ergaben, dass sie eigentlich schelmische Waldwesen sind, die mit den Besitztümern leichtgläubiger Reisender spielen. Doch auch diese zweite Behauptung war nicht ganz richtig. In Wirklichkeit gibt es nicht mehrere Chupacabras. Es handelt sich um ein einzelnes, unsterbliches Wesen, das seit Menschengedenken vollkommen frei auf Erden wandelt und überall für Verwirrung sorgt. Nur der Einfallsreichtum seiner Späße und der Wert der Relikte, die er in seinem Rucksack trägt, sind seiner unglaublichen Weisheit ebenbürtig. Das Ding soll weise sein? Genau. In den letzten Jahren folgte er Dracula, der seine Witze so überdrüssig war, dass er ihn in das tiefste Verlies sperrte und ihm die Fortführung seines in der Burg etablierten Geschäfts verweigerte. Verfluchtes Schnabeltier, lauf doch nicht in meinen Büchern weg. Gib mir meine Sachen zurück, du großköpfiger Pavian. Und komm bloß nicht wieder, Meisterbibliothekar. Doch, das ist also besonders, das 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wort ist genau das, das dann Chupacabra sehr gut beschreibt. Drecksbiest! Na gut, wir werden ihn wahrscheinlich befreien müssen. Und ob uns dieses Viech verarscht, das erfahrt ihr im nächsten Part. Bis dann!